hiermit ein herzliches Willkommen beim Duxer. Der C028, der ist heute reingeflattert ins Häuschen und man sieht natürlich, er ist total vergilbt. Nur komischerweise hier vorne hin wird er doch ein wenig heller. Ja, ich weiß aber, was mit Sonneneinstrahlung zu tun hat. Hier vorne die Tasten, die sind auch etwas heller und natürlich ist er in erster Linie schmutzig. Gut, das bekommen wir hin. Ja, ich werde erstmal auf meinen Netzteiladapter warten. Ist leider noch nicht da. Und dann kann ich ihn auch direkt einmal anschmeißen, ob der überhaupt funktioniert. Aber zumindest die Tasten scheinen erstmal soweit alle okay zu sein. Das ist schon mal gut. So, das wäre jetzt mal ein Vergleich mit dem Commodore 64. Der hat natürlich schon etwas andere Ausmaße. Ist natürlich dementsprechend auch, glaube ich, 2 cm länger. Und vor allem geht er jetzt hier flacher runter. Er ist wesentlich steiler. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so auffängt. Weil das Gehäuse wird ja gerne miteinander verglichen. Ja, gewisse Ähnlichkeiten sind vorhanden. Aber wenn man jetzt hier mal guckt, hier ist doch ein viel größerer Abstand als hier. Die Tasten sind natürlich auch hier etwas größer. Hier sind die so typisch 80er Jahre Charakter. Ja, erster Eindruck erstmal soweit okay. Also dieses werde ich erstmal sauber machen. Aufschrauben, von innen reinigen. Ja, und dann, sobald mein Netzteiladapter da ist, dann sofort testen. Auch hier schön zu sehen, also der C64 passt hier locker rein, plus Joystick-Anschluss. Und das wird hier natürlich ein bisschen eng. Gut, zur Not muss ich das Brettchen ein bisschen vergrößern. Der Plan wäre jetzt, den Commodore einmal auseinanderbauen und wenigstens jetzt hier das Gehäuse und die Tasten zu reinigen. Ja, ich würde sagen, ich drehe das Ding einfach mal um und schraubt die ganze Geschichte auf. Ja, und so sieht das Ding von unten aus. Hier wären dann 1, 2, 3, 4, 5 Schrauben. Ja, die werde ich jetzt lösen und die ganze Geschichte öffnen. Jetzt sehe ich gerade, hier ist noch das Siegel drauf. Gut, das heißt, er wird zum ersten Mal geöffnet. Das kann ein gutes Zeichen sein oder auch ein schlechtes. So, mittlerweile habe ich ihn aufgeschraubt. Jetzt habe ich leider vergessen zu zeigen, wie ich die ganze Geschichte hier öffne. Zu beachten ist eigentlich nur, hier ist eine kleine Nase, da muss man auf jeden Fall schon sehr ein bisschen mit Gefühl das Ganze abziehen. Dann, was ihr nicht gesehen habt, ich habe diesen Stecker hier rausgezogen. Auch diesen Stecker habe ich rausgezogen. Und hier war noch so eine Schraubverbindung, die habe ich gelöst. Also ein wenig Staub war auch zu erwarten. Und interessant zu sehen, das Gehäuse zumindest ist wohl aus dem Jahre 1988. Jetzt werde ich das Blech hier lösen. Ja, hier sind auch noch mehrere Schrauben dran. Das Ganze ist hier noch so ein bisschen verhakt. Da muss ich die Haken hier noch ein wenig umbiegen. Schön vorsichtig. So, dann werde ich mal hier diesen Haken hier zurückbiegen. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Genau das Gleiche. Ja, hier sind so eine Art Widerhaken drauf. Den muss man so vorsichtig so von oben abziehen vielleicht. Oder einfach die Häkchen hier so ein bisschen zurückbiegen. So, ja, jetzt lässt es sich gut öffnen und simsalabim, so schaut es hier aus. Ja, so leichte Spuren der Zeit sind zu erkennen. Ja, und den Schalter, den werde ich wohl austauschen müssen. Der hakt doch ein bisschen sehr. Ich gehe mal mit so ein bisschen Kontaktspray drauf. Ja, was mich natürlich jetzt hier wundert, hier fehlt ein Chip und hier ist einer mit dem Aufkleber drauf. Das ist natürlich jetzt ein bisschen merkwürdig, obwohl Originalsiegel noch unbeschädigt war. Ja gut, dann hat da vielleicht doch jemand schon dran rumgefummelt. Das ist eigentlich das, was ich vermeiden wollte.
Käfig geht auf, die beiden Chips sind drin. Der hat jetzt hier eine andere Farbe, sieht so ein bisschen lila-mäßig aus. Okay, machen wir erstmal wieder zu. Ja, vielleicht kann ja einer meine Kommentare schreiben, was das hier zu bedeuten hat, was dieser Chip hier für eine Funktion hat und ob das wirklich so sein soll, dass dieser hier fehlt. Schon mal so ein bisschen versuchen zu reinigen. Ja, diese pflasterartigen Tesastreifen, die sind natürlich auch ein bisschen merkwürdig. Auch hier, was sie zu bedeuten hat, weiß ich nicht. Eine Art Schutz vielleicht auch nochmal. So, ich habe gerade nochmal nachgeschaut. Dieser fehlende Chip, das ist wohl normal. Also auf der Seite C64 Wiki, bei dem Eintrag Commodore 128 ist genau das gleiche Bild, auch mit dem fehlenden Chip, auch mit diesem ja etwas merkwürdigen Aufkleber, und die Tesastreifen waren auch drauf. Gut, die Tesastreifen nicht, aber okay, das denke ich mal ist also insofern scheinbar erstmal alles im grünen Bereich. Ja, ich würde sagen, ich sauge erstmal alles schön ab, den ganzen groben Staub, und dann werde ich das Ganze nochmal mit ein bisschen Alkohol nochmal versuchen, so ein bisschen grob zu reinigen. Gehe noch an so einzelne Stellen, gehe ich noch mal ein bisschen mit ISO drüber. Zum Beispiel hier, wo das so also ein bisschen komisch aussieht. Am Schalter gehe ich noch mal besonders drüber. Und vielleicht hier vorne noch mal. Versuchen den einen oder anderen Schmutzfleck noch abzubekommen. Und dann ist das Board eigentlich auch okay. Habe ich das Motherboard hier mal rausgeholt und so mal gucken, ob wir das hier irgendwie noch lösen können. Irgendwo klemmt die Geschichte noch, aber bestimmt an den Widerhaken, den zu öffnen. Ja, und schon kann man das Board abziehen. Hier haben wir noch eine Pappe. Ja, das Blech sieht auch gut aus. Einmal mit dem Lappen drüber, Thema erledigt. Gehe ich noch mal kurz über die Kontakte drüber. Und hier auch noch einmal. Prima. Einmal noch mal kurz umdrehen. Oh, was haben wir denn hier? Das sieht so ein bisschen nach Schimmel aus. Da gehe ich auf jeden Fall auch drüber. Ja, hier sind mehrere so schimmelartige Spuren. Also hier werde ich wohl ein bisschen gründlicher reinigen. Hier ist so ein Schmierzeug drauf. Ah, und hier ist auch die Revisionsnummer vermerkt. Da mache ich mal gleich ein Foto von. So, und hier steht auch noch eine Nummer. Ob die wichtig ist, keine Ahnung. Werde ich auf jeden Fall mal festhalten. So. Hier steht, könnt ihr das lesen? Hier steht RIP drauf. Ich weiß nicht, ob das für Rest in Peace heißt. Hurt, Fish, Guay und Par. Interessant. Und hier oben würde dann diese Nummer hier draufstehen. Artwork Number 130381, Revision Nummer 7. Was auch immer bedeutet, keine Ahnung. Ja, so werde ich das Board auf jeden Fall lassen. Mehr mache ich daran nicht. Aber das einzige Problem, was ich jetzt so als Laie erkennen kann, wäre dieser Schalter hier. Der ist doch ein bisschen schwergängig und hakelig. Ich meine, hauptsächlich die Funktion ist gegeben natürlich. Also Kontaktspray hat da jetzt nicht viel gebracht. Ich versuche mal ein bisschen WD-40 an den Gelenken. Vielleicht ein bisschen viel. So, mal gucken. Ja, schon besser. Oh ja. Auch die werde ich einmal lösen, damit ich das Gehäuse richtig schön schrubben kann. So, was haben wir denn da? 1, 2, 3. So interessant. Hier sind noch so Kunststoff.
so Kunststoff-Unterlegscheiben, nenne ich sie einfach mal. So, ich denke mal, das war's. Ja, damit wäre die Tastatur auch gelöst. Dann als nächstes erstmal ein Foto machen von der Tastaturbelegung. So, damit ich das auch hinterher wieder vernünftig zusammenstecken kann. Und jetzt werde ich versuchen, die Tasten einfach zu lösen. Also die Federn sind schon ein wenig dünner als beim Commodore 64. Das kann ich schon erkennen. Gehen eigentlich recht gut ab, die Tasten. So, ich sehe gerade die Enter-Taste. Hat hier noch so einen Bügel. Ähnlich wie die Leertaste höchstwahrscheinlich auch. Na gut, ist dann so. Und auch hier sieht man schon Staub ohne Ende. Und das wird natürlich alles erstmal sauber gemacht. So, ich glaube, ich habe eine gute Methode gefunden, wie man die recht gut hinausbekommt. Einen dünnen Schraubendreher hier so kontern. Und dann hier mit so einem kleinen Hebel ganz vorsichtig und ganz leicht raushebeln. So, die letzten drei Tasten sind jetzt mittlerweile dran. Einmal die Space-Taste. Ich denke mal, die wird genauso wie beim Commodore sein. Jo, oh, hier sind andere Federn drin, definitiv. Oder beziehungsweise zwei zusätzliche, kleine. Ja, die werde ich mal separat aufbewahren. Und dann wäre hier wieder dieser klassische Bügel. Erstmal so den groben Schmutz abpinseln. Kommt ja schon einiges bei rum. Letzten Schmutz aus den letzten 40 Jahren, nicht 14. Auch hier gehe ich mit ein bisschen IPA drauf. Versuche das ein bisschen so zu reinigen. So, ich habe das Gehäuse jetzt sauber gemacht. Eigentlich war mein Plan, ein bisschen sauber schrubben und dann anschließend ein bisschen bleichen. Aber das Ergebnis ist jetzt so gut geworden, dass ich denke mal, dass ich das so lassen werde. Gut, hier vorne ist noch ein bisschen mehr Vergilbung, so in diesem Bereich. Ja, das könnte man noch besser hinkriegen. Bleichmittel habe ich auch da. Ja, aber ich denke mal, ich baue das jetzt so ein. Also mir reicht das Ergebnis auf jeden Fall. Was habe ich genommen? Einfach nur ein bisschen Scheuermilch und so ein Topschwamm. Ja, und das war's. Und dann ganz vorsichtig hier drüber gerubbelt. Und da ging ordentlich Vergilbung, oder das war dann wohl doch Schmutz, ging dann halt eben ab. Ja, andere Seite mache ich jetzt auch so und dann passt das. So, dann können wir das Schätzchen wieder zusammenbauen. Mal kurz gucken, wie rum das jetzt hier war. Ja, sieht doch schon mal ganz gut aus. Dann kommt die Pappe hier drauf. Dann kann das Mainboard hinein. So, der kann auch wieder drauf. Ja, dann würde ich sagen, schraube ich erstmal alles fest. Fange ich mal hier vorne an. Stopp, hier kommt ja glaube ich noch der Masseanschluss hin. Den lasse ich erstmal frei. Dann nehme ich mal den hier. So, die Nasen hier drücke ich auch wieder ein bisschen zusammen, damit der schön klemmen kann. So, jetzt müssen wir mal kurz gucken. Der kommt hier rein. Genau, der kommt hier zusammen. Wird der verschraubt. Genau. Ja, viel mehr mache ich erstmal nicht. Weil die Tasten, die müssen ja noch. Die sind noch in einem Reinigungsbad. So, den Rest machen wir später. So, da wollen wir doch mal gucken, was meine Tasten so machen. Okay. Ja, die waren jetzt ungefähr 6 Tage drin in dieser Bleichbrühe. Ja, ich würde sagen, ich spüle einfach mal alles ab, mache alles sauber und dann schaue ich mir die mal ein bisschen genauer an. Mein Commodore 128 Projekt geht weiter, geht in die zweite Phase. Ich weiß noch nicht, wie ich das Video zusammenschneide. Entweder mache ich dann zwei Teile raus
Dann geht es für euch übergangslos weiter. Für mich ist es auf jeden Fall jetzt so 5 Tage vergangen. Und ich habe die ganzen Tasten hier gebleicht. Oder besser gesagt versucht zu bleichen. Ja, ich würde sagen, es ist etwas besser geworden. Ja, was habe ich getan? Also im Endeffekt habe ich jetzt hier in dem Behälter mit Wasser gefüllt und jede Menge Wasserstoffperloxid reingetan. Und das Ganze auch noch mit einer Lampe behält, in dem Sinne, 5 Tage lang. Zwischendurch die Brühe mal umgerührt. Ja, und das wäre jetzt mein Ergebnis. Ja, es ist besser geworden, aber nicht gut genug. Liegt auch daran, ich hatte nur 12% Perloxid. Ja, und deswegen muss ich mit dem Resultat jetzt so leben. Ja, wenn man jetzt so mal guckt. Ja, ich meine, der ist hier auch noch ein bisschen vergilbt. Aber ist okay. Ich will damit ja keinen Schönheitspreis gewinnen. Sondern das muss ja einfach nur in dem Sinne mir gefallen und ein bisschen mehr Spaß macht. Also sauber ist auf jeden Fall alles geworden. Da kam auch noch jede Menge Dreck raus. Wie man sieht, ist hier auch noch alles nass. Ich habe es auch ganz intensiv auch nochmal klar abgespült. Ja, Space-Taste ist auch total vergilbt. Hier wäre schön. So wäre schön. Und so ist nicht so schön. Gut, ich trockne jetzt erstmal alles. Und dann mache ich mit der Tastatur weiter. Inklusive der defekten Taste hier. Bevor ich mir hier mit den Tasten weitermache, werde ich auf jeden Fall erst einmal testen, ob der Commodore 128 überhaupt funktioniert. Dafür habe ich mir jetzt hier so einen Adapter geholt, das ist ein Stromadapter, da sich ein Commodore C64-Netzteil hier auch mit dem 128er betreiben kann. Denn für den Commodore C64 habe ich hier dieses Netzteil, also ein Netzteil aus dem Jahre 2023. Ja, ich würde sagen, ich stöpsel mal alles an. Ja, man weiß es nicht. Funktioniert er oder funktioniert er nicht? Das ist jetzt hier die große Frage. Den habe ich ja bei eBay ersteigert mit dem Kommentar defekt. Der Verkäufer hat den 128er auf dem Dachboden gefunden, hat kein Netzteil mehr und kann ihn dementsprechend nicht testen. Ja, das ist mal so ein Standardsatz, den man ganz oft liest bei eBay Kleinanzeigen und Co. So, dann einmal Strom dran. So, damit wäre Strom gesichert. Und jetzt kommt noch S-Video. Mal eben schauen, ob die Tastatur angeschlossen ist. Gut, der Stecker ist drin. Ja, dann könnte ich eigentlich die ganze Geschichte mal anmachen. So in etwa. So, soll jetzt nicht schön aussehen. Ich will einfach nur gucken, ob das gute Schätzchen funktioniert. Ich mache mal den Monitor an. Und was sehen wir da? Ein wenig Kuddelmuddel, weil ich hier gerade so ein bisschen drauf gedrückt habe bestimmt. Ich drücke mal auf den Reset-Schalter. Ja. Und ins Basic komme ich schon mal hinein. Ich gebe mir mal ein Go. Naja, ist nur ohne Tasten. Ist natürlich jetzt schwierig zu drücken. Also Tasten scheinen auch zu funktionieren. Ja, Ziffernblatt auch. F-Tasten, da Graphics geht. Was haben wir noch? D-Save. Gut, wir haben nichts zum Safen. Und ein List geht auch. Also das sieht bis hierhin schon mal sehr gut aus. Ich versuche mal in den Commodore 64 Modus zu starten. Und auch dieser funktioniert. Das ist ja schon mal prima. Da gibt es schon mal einen Daumen oben. Da bin ich doch ein bisschen erleichtert, dass die gute Kiste auf jeden Fall funktioniert. Oder zumindest scheinbar funktioniert. Bis hierhin ist erstmal alles gut. Ich würde sagen, die Tasten muss ich jetzt richtig schön trocknen. Ja, Tasten dran. Alles vernünftig verschrauben, vernünftig anschließen. S2IEC werde ich als den ersten Step dran packen, dass ich kein Bauteil verloren habe bei der ganzen Aktion. Also die drei Federn, das sind zwei ganz kleine und ich denke mal, das ist eine normale Feder. Die waren auf jeden Fall unter der Space-Taste drauf. Ja, damit fange ich jetzt auch an. Die werde ich jetzt als erstes montieren. So rum oder so rum. Ich würde sagen, so rum. Ne? So rum sieht gut aus. Jetzt wird es ein bisschen fummelig. Ja, erstmal hier einhaken. Den Metallbügel. So, der Metallbügel wäre dran. Jetzt kommen die Federn. Die etwas größere war in der Mitte.
Und die beiden kleinen dünneren, die waren definitiv hier drin. Auch ein kleiner Unterschied zum Commodore 64. Da war nämlich nur eine. Ich meine, beim Commodore 64, die war ein bisschen dicker. Das war der einzige Unterschied. Und das war schon. Also ganz leichter Druck nur. Und dann ist die schon drin. Also da sehe ich schon auf dem Foto, das miteinander vergleiche. Also ein bisschen besser ist es geworden. Ja gut, nach diesem Showbild werde ich dementsprechend jetzt die Tasten wieder drauf machen. Fangen wir mal mit den grauen Tasten an. Hier habe ich Alt. Wo haben wir Alt? 1, 2, 3. Alt käme hier hin. Natürlich mit Feder. Muss ein bisschen drauf achten, weil die verhaken sich nämlich ganz gerne immer hier so eine Schachtel, dass da wirklich auch nur eine Feder drunter ist. Jetzt mal hinter zwei Federn einbaut. Wäre erstmal nicht so schlimm, aber die fehlt dann hinterher. Und auch die geht ganz einfach hinein. Ja gut, ich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich dann soweit fertig bin. Beziehungsweise wenn ich an diese kaputte Taste hier dran komme, ich werde den Bereich hier freilassen und die Taste werde ich so ziemlich zum Schluss einbauen und dann mache ich die Kamera nochmal an. Also mein Plan ist, das Ganze mit Sekundenkleber hier dran zu fixieren, weil es ist zum Glück so abgebrochen, dass hier so eine kleine Kuhle ist. Und wenn ich jetzt hier so ein bisschen, so ein paar Tropfen Sekundenkleber drauf tröpse, vielleicht hält das dann. So, einfach mal, das reicht schon. Ein Tropfen Feder drauf. Ja, und dann einfach mal jetzt ein paar Minuten warten. Aber erstmal sieht es gut aus. Ich hoffe mal, das hält. Drei Stück fehlen, die drei. Ich habe erstmal die Federn so lose draufgesetzt. Jetzt muss ich gucken, ob vielleicht irgendwo so eine doppelte drin ist. Ah, hier könnte eine doppelte drin sein. Oh ja, das sind zwei. Das fällt so gar nicht auf. Und wenn man jetzt die Taste drauf macht, dann findet man das nie wieder. Und deswegen kann ich jedem nur empfehlen, auf jeden Fall da. Und simsalabim, habe ich jetzt zwei. Wenn ich Pech habe, muss ich die Taste wieder ausbauen. Also die baue ich auf jeden Fall nicht aus. Die ist festgeklebt, die ist fixiert. Guck, ob irgendwo noch irgendwas Doppeltes drin ist. Ah, hier. Was haben wir denn da? Auch wieder das gleiche. Prinzip. Da sind auf jeden Fall zwei drin. Na, komm raus. So, aber es fehlt immer noch eine und die eine werde ich auch noch finden. So, da kann ich lange suchen. Eine war jetzt hier noch in der Schachtel drin. Gott sei Dank. Und damit wären jetzt alle Federn komplett. Ja, ist ein schönes Puzzlespiel, definitiv. Ist gekommen. Jetzt möchte ich die Tastatur hier reparieren und zwar ist hier soweit alles in Ordnung. Nur die Taste 6, wie man hier sieht, ja, die geht im Endeffekt nicht wieder zurück und der Kontakt ist auch nicht gegeben. Sobald ich da drauf drücke, ist kein Kontakt. Auslöser war natürlich ein abgebrochener Pin hier in der Taste. So, ich habe jetzt deshalb extra eine neue Taste organisiert. Genau die gleiche, Taste 6. Und wie man hier vielleicht sieht, ist die jetzt so vergilbt, dass das jetzt auffallen würde. Und inklusive ja, diesen Nippeln, so nenne ich es einfach mal. Und den muss ich jetzt auch auswechseln. Eine neue Feder habe ich auch am Start. Das heißt für mich, ich muss hier einmal alles aufschrauben und vor allen Dingen auch das Ganze hier ablöten. Ja, das ist eine kleine Situation, wo ich so ein bisschen, ich möchte nicht sagen Bammel vorhab, aber zumindest Respekt. Davor habe ich mich versucht lange zu drücken, aber es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss die jetzt hier öffnen. Ich werde jetzt hier erstmal die Lötkontakte demontieren.
die ganze Unterschale dementsprechend abnehmen, die Stelle reinigen und ja, einen so einen Kontaktnippel oder wie es auch immer heißt, dementsprechend dann wechseln. Ich würde sagen, Lötkolben an. In der Zeit, wo der Lötkolben warm wird, werde ich schon mal die ersten Schrauben lösen. Also die Schrauben sind wirklich verdammt leicht angezogen. Gefühlt 0,1 Newtonmeter. Da muss ich natürlich gleich bei der Montage darauf achten, ja, dass ich die auch dementsprechend nicht zu feste anziehe. Stunden später und er schraubt immer noch. So, die Schrauben packe ich hier mal sicher weg zur Seite. So, und jetzt ist der Lötkolben auch warm genug, dass ich hoffentlich alles lösen kann. So, das wäre Nummer 1. Ich muss gerade feststellen, Augen, die über 50 Jahre alt sind, die sehen nicht mehr so gut. Ja, das war's. Den Lötkolben kann ich wieder ausmachen. Dann ziehen wir mal ganz vorsichtig das Brett hier ab. Keine Schraube vergessen. Ja, und hier kann man auch wunderbar erkennen, ich weiß nicht, ob man es aufhängt, warum die Taste 6 nicht funktioniert. Hier ist nämlich irgendwie irgendeine Schmutzschicht drauf. Und die werde ich jetzt dementsprechend erstmal reinigen. Da sind noch ein paar andere Stellen, die etwas schmutzig sind, aber im Groben und Ganzen sieht das eigentlich ganz gut aus. So, Taste 6, das wäre die hier. Jetzt ziehe ich hier meinen Nippel raus. Nehme ich hier so ein bisschen Alkohol und versuche das Ganze mal so ein bisschen vorsichtig mit leichtem Druck zu reinigen. Ja, es gibt auch bestimmtes Zeug, was man eigentlich verwenden soll. Aber ich glaube, da gehen die Meinungen auch auseinander. Ob das jetzt mit Alkohol jetzt hochprofessionell ist, kann ich jetzt an der Stelle gar nicht sagen. Und viel mehr mache ich daran auch nicht. Don't touch a running system, weil alle anderen Kontakte waren soweit noch okay. Ja, es war der Bereich hier an Taste 6. Ja, kann man ja mal ganz kurz abzählen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, passt genau. Und hier war es, hier oder hier war auf jeden Fall die Verschmutzung. Das war mit Sicherheit die Taste 6. Ja, dann platziere ich jetzt hier einen neuen hinein. So rum eingebaut. Ja, dann bauen wir den auch mal so rum ein. Damit wäre er schon wieder drin. Ja, ich denke mal, das war's. Also großartig jetzt hier noch mit Alkohol drüber gehen, macht, glaube ich, jetzt nicht so viel Sinn. Bevor ich da irgendwie noch mehr kaputt mache als alles andere, mache ich das schnell wieder zu. Dann hoffe ich mal, dass die Tastatur dann zu 100% wieder funktioniert. So. Ja, ich würde sagen, erstmal die Schrauben rein und dann zum Schluss wird alles wieder verlötet. Bevor ich jetzt weiter schraube, einmal kurz Taste 6 anschauen. Hier wäre Taste 6. Bevor ich die jetzt einbaue, mache ich die erstmal sauber. 5 Wochen später und die Taste sauber. Nein, Scherz beiseite. Bin einmal noch ein bisschen mit so einem Lappen drüber gegangen. Ja, besonders schön ist die nicht, aber ich habe eigentlich noch mal keine andere. Und ich war froh, dass ich überhaupt eine passende gefunden habe. Deswegen nehme ich die jetzt. Das Wichtigste ist ja erstmal die Funktion. Mechanische Funktion wäre zumindest erstmal gegeben. Schön ist anders, keine Frage. Aber auf jeden Fall schon mal besser als vorher. So, dann werde ich hier dementsprechend weiterschrauben. So, und dann melde ich mich halt eben wieder, wenn alles verschraubt ist. Übrigens, es soll... Die Tastatur ist wohl baugleich mit dem Amiga 500. Also zumindest diese schwarzen kleinen Kontaktnippel. Und die Tasten als solches. Natürlich beim Commodore sind da noch diese Sonderzeichen. Also beim Commodore 128 sind da noch die Sonderzeichen abgebildet. Das hat der Amiga, meine ich, nicht. Aber ansonsten kann man die Tasten wohl auch nehmen. Vielleicht auch wieder abhängig, je nach Modell. Kann natürlich sein. Ja, es kommt gleich das Schwierige, dass wir dran löten.
Ich bin ja doch eigentlich eher so ein Grobmotoriker. Und bin ich mal gespannt, inwiefern mir das gelingt. Zumal ich eh nichts sehe, trotz Brille. Ja, so schaut es jetzt hier aus. Alle Schraubverbindungen sind jetzt wieder handfest montiert. Und jetzt kommt die große Kunst des Wieder-Dranlötens. Das könnt ihr euch mal anschauen, wie sich jemand anstellt, der davon eigentlich überhaupt keine Ahnung hat. Eigentlich bräuchte ich jetzt eine dritte Hand. So, war es das schon? Keine Ahnung. Also ich bin ehrlich, ich sehe nichts. Das ist natürlich, wenn man löten möchte, eine schlechte Grundvoraussetzung. Also fühlt sich auf jeden Fall fixiert an. Jetzt kommt die nächste Stelle. Ich mache bestimmt viel zu viel Lötzinn drauf. Das kann sein. Und wenn es so dampft, macht man auch irgendwas falsch, habe ich mal irgendwo gehört. Ja, also zumindest auf irgendeine Art und Weise fest. Ich habe mir noch gar nicht die Hände verbrannt, weil normalerweise, wenn ich anfange zu löten, so sicher wie Arme in der Kirche, verbrenne ich mir die Pfoten. Oh, da war viel zu viel. Ja, ich weiß, das war viel zu viel. Beim letzten Mal natürlich nur Murks. Und der Kontakt ist nicht gegeben. Hier glaube ich schon. Ja, zumindest ist das Draht, das Drähtchen fest. Ich fotografiere nochmal alles ab. Dann bin ich mal gespannt, ob das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja, laut Handy nicht schön, aber selten. Also das ist ein schönes Beispiel, wie man nicht löten sollte. Wo kommt der denn hin? Den muss ich auch noch einbauen. Okay. So, hier sind noch solche Plättchen. Und ich bin ehrlich, ich habe keine Ahnung, wo die hinkommen. Zumindest wo die hinkommen. Das sind da so eine Art Unterlegscheiben, meine ich. Jetzt bin ich echt überfragt, wo der Kollege hinkommt. Falls das jemand weiß, wo der Kollege hinkommt, bitte einmal in die Kommentare schreiben. Ich denke mal, ich baue das erstmal ohne ein. Ja, dann muss ich es vielleicht bei der nächsten Aktion mit einbauen. Das wäre zumindest jetzt erstmal so mein Plan. Hier haben wir 4 Stück. So, also wie gesagt, 2 hätte ich drin. Und hier kommen noch die nächsten beiden rein. Und so würden die Plättchen jetzt hier aussehen. Die sind so ein bisschen keilförmig. Also hinten wesentlich dicker als vorne. Ja, ich baue die einfach mal ein. So wie ich denke mal, dass es richtig sein könnte. So, und einfach festschrauben. Über die LED. Ich habe die jetzt hier eingebaut, oder alles mal gelöst, eingebaut. Nur hier ist so eine kleine Mini-Platine drauf und dann auch solche ja, hervorstehenden Lötkontakte. Und die liegen genau an dem Blech hier dran. Und ich weiß nicht, ob das einen kurzen geben kann. Ich habe das einfach mal ein Stückchen Pappe zwischen gemacht. Ja, und das Teil hier ist übrig. Vielleicht ist es auch da ein Abstandshalter, dass hier dementsprechend da kein Kontakt entsteht. So, ich biege auch die ganzen Nasen hier wieder zurück. Also hat sich Commodore was einfallen lassen hier mit diesen Metallnasen, die man so hin und her biegen muss zum Verschließen bzw. zum Öffnen. Okay. Es fühlt sich erstmal soweit ganz gut an. Halt, stopp, hier kommt noch eine Schraube drauf. Gut, dass ich alles dokumentiert habe, jeden einzelnen Arbeitsschritt. Die mache ich auf jeden Fall auch drauf. So, Stecker ist drin, Masse
ist verbunden, ist auch fest, das reicht. Ja, ich würde sagen, nur noch von außen, ich würde sagen, nur noch zusammenklappen und dann von außen verschrauben. Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3. Und die nächsten drei. Ja, jetzt natürlich die gute Frage. Welche drei? Nehmen wir mal die drei. Ja, jetzt kommt der große Augenblick. Funktioniert alles? Geht der Computer überhaupt noch an? Und solche Fragen natürlich. So, S-Videokabel. Dann C64-Adapter. So, und den hier rein. LED leuchtet schon mal. Ah, es war gerade hier der 40-Zeichen-Modus aktiviert und er funktioniert. Halt, stopp, erstmal auf eine Taste drücken. Ja, jetzt kommt Taste 6. Und auch Taste 6 funktioniert. Ja. Wenn das jetzt mal kein Erfolg war, dann weiß ich auch nicht. Alles funktioniert. Auf den ersten Schnelltest würde ich sagen, Operation war erfolgreich. So, ich habe nochmal alle Tasten getestet. Wie man hier vielleicht erkennen kann, funktioniert auch wirklich alles.